Hallo, liebe Geschwister. Heute geht es um die Unterschiede zwischen der Rechtfertigung und Heiligung. Bei der Rechtfertigung, Gott vollendet das Werk für uns. Bei der Heiligung vollendet Gott das Werk in uns. Bei der Rechtfertigung ist zum Beispiel, das ist ein Werk, das in einem Augenblick geschieht. Der Heiligung ist ein Werk, das Tag für Tag geschieht. Rechtfertigung, dieses Werk gibt Zugang zum Himmel, weil die Heiligung ist, es befähigt uns für den Himmel. Rechtfertigung ist der Beginn des Kampfes, die Heiligung ist die Fortsetzung bis zur Krönung. Rechtfertigung, Gott vergibt unsere Vergangenheit, Heiligung, Gott verändert unsere Gegenwart und Zukunft. Die Rechtfertigung erhalten wir durch Glauben an Christus und Heiligung erhalten wir durch Glauben an Christus. Also da ist das Gleiche. Und ich lese euch vor von 2. Thessalonicher, Kapitel 2, die Verse 13 bis 17. Wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat, in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat, durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. So steht denn nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat, durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Seid reichlich gesegnet.